Das GWD-Spieltagsinterview wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Hallo liebe GWD-Fans. Unsere Mannschaft hat jetzt mittlerweile die Bundesliga-Punkte Nummer 4 und 5 gesammelt. Hier in der Kamperhalle gab es am Freitag ein Wahnsinnsspiel gegen den HC Erlangen. Da war ganz viel Spannung und unglaublich viel Emotionen dabei. Es gibt natürlich einige Dinge, über die wir jetzt sprechen müssen. Zum Beispiel über das geniale Tor von Dalid Bordoda in den letzten Sekunden. Die Aktion von Dalibor, ja, völlig irre, so wie er halt ist. Ich glaube, ich habe das früher gesagt, das ist ein Dado. Super. Weltklasse. Er hat viele Clips auf Facebook und Instagram und so gesehen, aber eigentlich denke ich, es war nichts Besonderes. Der Tabellenkeller war für unsere Mannschaft in dieser Saison bisher nur eine ganz kurze Momentaufnahme. Der gute Saisonstart hat die Mannschaft direkt auf die sicheren Nicht-Abstiegsplätze befördert. Wir möchten jetzt wissen, wie sich das für die Mannschaft anfühlt, wenn man nicht gleich von Anfang an mit dem Rücken zur Wand steht. Die Stimmung ist okay, aber wir rasten jetzt auch nicht völlig aus vor Freude. Also man sieht ja die Ergebnisse der anderen Mannschaften. Jetzt ist die Stimmung eigentlich gut. Also der erste Spiel gegen Lemgo war ganz wichtig und ja, wir haben schon 5 Punkte und natürlich we want to have maybe one or two more points. Ja, ich denke, wir können einigermaßen zufrieden sein mit dem Saisonstart. Gegen BAC war vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Aber ich denke, es ist gut, dass wir jetzt schon ordentlich gepunktet haben. So kann es eigentlich weitergehen. Am Sonntag geht für uns die Reise zur TSV Hannover-Burgdorf. Die haben bislang nur einen Punkt mehr als wir auf dem Konto und am Dienstag eine Niederlage aus Balingen mitgebracht. Was sagen unsere Spieler zu dieser interessanten Aufgabe in der Swiss Life Hall? Gutes Spiel und Sieg. Wir haben gesehen, dass Hannover, sie sind nicht unschlagbar. Ja, es ist schwierig. Balingen hat jetzt gegen Hannover gewonnen. Ich denke, Hannover wird sehr heiß sein zu Hause, aber ja. Wir müssen dagegen halten und dann wird das schon. Wir wollen gewinnen.